Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und ich möchte euch einmal den Husqvarna Akkumulcher vorstellen. Und zwar ist das der LB 144i. Das ist ein reiner Mulcher. Jetzt kommt auch noch unser Mähroboter von Husqvarna. Den brauchen wir aber jetzt gar nicht. Ihr habt ein Akkufach. Also sprich, im Unterschied zu den Profi- oder größeren Geräten ist das mit einem Akku zu bestücken, aber wenn man mehr Fläche machen möchte, kann man natürlich auch zwei Akkus kaufen und die hintereinander reinstecken. Wenn der eine leer ist, den neuen. Ihr habt einen Ökomodus, das heißt hier könnt ihr umschalten auf Ökomodus, dann hat er weniger Drehzahl und weniger Leistung, aber der Akku reicht länger. Das kann man halt dann machen, wenn jetzt nicht so viel Gras da ist, da man weniger Arbeit hat. Hier ist der Hauptschalter sozusagen. Da schalten wir einfach auf 1 ein, Akku rein und dann ist das Gerät startbereit. Also gehen wir mal alles systematisch durch. Ihr habt eine Schutzklappe über den Akku, der so gut geschützt ist. Ihr habt auch kugellagerte Räder, dadurch hohe Lebensdauer auch und leichter zum Schieben. Dann habt ihr eine Schnellverstellung vom Holm hier. Also ihr könnt da einfach drücken, das ist so federbelastet und dann kann man entweder ganz raus tun, wenn man jetzt für den Transport oder zur Aufbewahrung zusammenklappen. Dann kann man einmal hier so nach vorne klappen und da nochmal Schnellverschlüsse, einmal hier, einmal hier. Dann kann man mit dem Bügel so nach hinten klappen. Dann kann man den sehr kompakt zusammenlegen, dass man nicht so viel Platz zum Aufbewahren braucht. Dann schauen wir mal unten rein. Vorteil von reiner Mulcher, ihr habt halt ein rundes, stabiles Kunststoffgehäuse, dadurch setzt sich nicht so viel Gras an. Fest, wenn es ein bisschen feuchter ist, ist auch hier doppeltwandig verstärkt, dass er mehr aushält. Und dadurch habt ihr effektiveres Mulchen als bei denen, wo ein Mulchen unsammeln können. Weil der hat dann eine spezielle Messerform, wo das Mulchen optimiert und dadurch ist das Mulchergebnis nochmal besser. 100er Serie, wie immer, ist bei Husqvarna Einstieg für einen Gelegenheitsprivatnutzer. Zum Aufklappen einfach hier so aufklappen. Dann habt ihr da verschiedene Höheneinstellungen. Also ich bin jetzt groß, ich würde ihn ganz oben haben hier, damit man schön nehmen kann. Wenn man aber jetzt nicht so groß ist, auch kein Problem, einfach hier drücken, runter, eine Stufe oder ganz runter ging es auch noch. Auch normal, wie gesagt, die oder wenn man größer ist, einfach runterdrücken, aufziehen. Hier, wenn es einrastet, kann man schön nehmen. Von der Bedienung her ist es auch ganz einfach. Ihr habt hier die Sicherheitsentriegelung. Wenn der Akku drin ist, eingeschaltet, hier ziehen, dann läuft das Gerät sozusagen. Also geht wirklich sehr einfach. Langlebiges Kunststoffgehäuse und wie gesagt, ideale Mäher, wenn man jetzt nur mulchen möchte. Man kann bei Husqvarna sowohl also Kompaktakkus wie zum Beispiel Blie 20 oder Profi-Akkus wie Blie 200 oder andere Modelle entsprechend reinstecken. Vorteil ist halt auch nicht so laut der Mulcher. Stecken wir mal den Akku rein. Reinstecken, bis er einrastet. Hier habt ihr die Anzeige, wie voll er ist. Also die Mäher kann man im Set oder ohne Akku kaufen, je nachdem. Und wie gesagt, hier ziehen. Halt Höhenverstellung habe ich noch vergessen vom Mäher selber. Also hier habt ihr Höhenverstellung, einfach rauf oder runter mit dem einen Hebel rausziehen. So hier mit Feder, dass es nicht von selber rausgeht. Runter oder rauf. Und grundsätzlich zum Mulchen würde ich nicht tiefer als Stufe 4 mulchen, außer man mulcht alle 2 Tage. Sonst eher höher. Einschalten hier, entriegeln und den Hebel ziehen. Und schon läuft er. Vorteil vom Mulchen ist halt, ihr habt weniger Abfall zum Entsorgen, weil das Gras wird klein gehäckselt und bleibt liegen. Ist für die Garten- und Rasenstruktur eigentlich besser, weil ihr mehr Bodenleben reinkriegt. Ich würde es halt immer kombinieren mit aus Körnern Naturdünger oder vergleichbaren Naturdünger und Bodenverbesserer. Weil ihr kriegt durchs Mulchen von Haus aus mehr Bodenleben rein und die Mikroorganismen verarbeiten euren Rasenschnitt.
Wichtiger Hinweis, also der Rasen verfilzt nicht, wenn man es richtig macht, weil immer das Vorurteil herrscht her, immer wieder von meinen Kunden, dass der Rasen verfilzt, wenn man mulcht. Das ist nicht der Fall. Also ich mulche hier nur, entweder mit dem Mähroboter oder anderweitig, und da verfilzt trotzdem der Rasen nicht. Also das ist kein Thema. Rasen verfilzt, wenn man es falsch pflegt, dann kann das passieren. Wir haben ja da ein Video drin zum Thema Pflege, Rasensanierung und so weiter. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir, das würde mich sehr freuen. Dankeschön.